Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Ja, Freunde, ich möchte mich wirklich nochmal herzlich bei euch allen bedanken, die mir geschrieben haben zur letzten Folge. Also, als ich das hier aufnehme, war die letzte Folge, die Folge mit dem Waffennerf, was uns alle so ein bisschen nervt und wahrscheinlich nicht alle, aber die allermeisten nervt, ja. Und ich möchte mich wirklich sehr, sehr bedanken bei allen, die dazu geschrieben haben und die Kommentare geschrieben haben. Ihr könnt euch die Folge ja nochmal angucken. Ich würde die vielleicht mal einblenden. Und außerdem, ja klar, bin ich natürlich auf eurer Seite. Ich sehe das genauso. Ich weiß, dass es ja so Zusammenhänge gibt und Abhängigkeiten im Spiel von den Waffen und so weiter, die natürlich eine Schadenskurve haben müssen und so weiter. Nach bestimmten Anzahl Angriffen ist der Schaden größer, kleiner und so weiter. Also größer in dem Fall bei den Kombinationen. Der letzte Schlag ist der stärkste und so weiter. Das weiß ich auch alles. Das ist alles auch viel Theorie und bei aller Theorie finde ich, ist aber auch wichtig, liebe Entwickler, wenn ihr das hört, ist es aber auch wichtig, dass die Spieler noch Spaß am Spiel haben. Natürlich haben wir alle noch Spaß, aber wenn ich jetzt überlege, dass ich für irgendeinen Käfer mega Vorbereitung brauche und 35 verschiedene Zutaten brauche, um die Waffe auch dann wieder zu reparieren oder um die überhaupt herzustellen. Ich bin ja schon so weit. Die Leute, die noch nicht so weit sind, wissen, wie das ist. Dann ist es vielleicht auch nervig. Und das Spiel darf natürlich nicht nervig sein, sondern es soll Spaß machen. Und man will ja auch Erfolgserlebnisse haben. Sonst macht das ja auch keinen Spaß mehr. Ne? Ich will ja auch die Radnatspinne, die Wolfspinne und natürlich auch die infizierte Wolfspinne. Die habe ich noch gar nicht versucht, ehrlich gesagt, weil ich mich davor so ein bisschen, drücke will ich nicht sagen, aber ich will mich darauf irgendwie vorbereiten. Ich muss mir überlegen, welche Strategie ich da brauche. So einfach ist es nicht. Oh, hier liegt noch ein Käfer. Naja, und hier sind überhaupt sehr viele Käfer. Finde ich auch witzig. Naja, ich will jetzt auch nicht so rumnerven ist gut, ne? Ich will jetzt auch nicht zu viel nerviges Zeug erzählen oder irgendwie die Stimmung kaputt machen. Mache ich auf gar keinen Fall. Grounded ist immer noch sehr cool und macht auch viel Spaß. Aber wir müssen natürlich auch überlegen und wir müssen dann sehen, wohin die Reise geht. Ne? Wohin geht die Reise? Falsch rum. Na, ist auch egal. Wohin geht die Reise? Was machen die Entwickler? Wie wird es kommen? Warum geht das nicht? Ach so, weil ich draufstehe, ne? Oder? Oder wegen der Tür? Das verstehe ich nicht. Nee, nee, nee. Vielleicht muss ich die Tür aufmachen. Ich versuch's mal. So, jetzt nochmal. Geht nicht. Standort versperrt. Irgendwas versperrt den Standort. Irgendwas versperrt den Standort. Na, ist auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen sehen, wo wir hinkommen, wenn das. Was mache ich denn, wenn das Spiel mega nervig wird? Das müsst ihr euch ja auch mal überlegen. Was mache ich denn, wenn das Spiel so nervig wird? Dann, dass ich vielleicht keine Lust mehr habe. Nein, ich brauche das nicht. Nein? Hä? Ich weiß auch nicht, warum der immer die Lampe rausnimmt. Muss ich dir, glaube ich, abgewöhnen. So. Wir müssen mal sehen. Also ich mache jetzt auch kein Theater. Wir gucken jetzt einfach mal, wohin die Reise geht. Das Spielen wird mit Sicherheit angepasst. Und nochmal ausgebessert und so weiter. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie es ist, wenn man neu anfängt. Ich habe es ja nicht gemacht. Wollte ich ja absichtlich nicht, weil ich die ganzen Bauwerke und so weiter jetzt nicht von vorne machen wollte. Natürlich kann man dann seine Kreativ neu entfachen und so. Aber ich wollte es halt noch weiterentwickeln. Ich wollte noch weitere Dinge tun hier, bevor ich komplett mit was anderem anfange oder sowas. Es gibt auch noch andere Spiele, ne? Wisst ihr ja. Es gibt auch noch andere Spiele, die ich vielleicht... Warum geht das nicht? Wegen der Tür, oder? Ist ein bisschen bescheuert hier. Warum geht das nicht? Hust. Oh nein. Ein Husten. Wir schauen mal, wohin die Reise geht. So, Freunde. Und bevor ich jetzt hier irgendwie... Warum geht das nicht? Das ist sowas, wenn das nicht geht und ich möchte es aber gerne machen und es geht aber nicht, dann werde ich immer so leidend. Warum geht das nicht? Warum? Irgendwas ist davor, oder? Irgendwas steht davor. Ich muss wahrscheinlich hier wieder alles abreißen, damit es geht. Ich möchte es gerne zumachen. Ich muss abreißen, oder? Ja, ich muss es abreißen wieder. Geht das jetzt? Gucken wir mal. Jetzt geht's. Ich wusste, es liegt an der Tür. Ist egal, dann machen wir halt hier eine neue Tür rein.
Also wir schauen mal, wohin die Reise geht. Ich glaube nicht, dass das Spiel mega schrottig wird oder sowas. Die machen ja eine ganze Menge. Außerdem haben die ja wohl auch 10 Millionen Spieler entwickelt, erreicht. 10 Millionen, das ist schon eine ganze Menge. So, machen wir es wieder ganz. Machen wir es halt wieder ganz, ne? Ich mache ja mal alles wieder ganz. Das war nicht möglich, das ging nicht. So, jetzt holen wir uns hier noch ein paar Stängelchen. Und dann gucken wir mal weiter. Ich wollte jetzt auch mal mit euch in die neuen Gebiete mal und mich also verschiedenen neuen Käferchen mal behaupten. Ja, ich wollte das jetzt mal versuchen. Jetzt haben wir es 15 Uhr. Wahrscheinlich schaffen wir es heute nicht mehr. Aber dann zum nächsten Mal. Naja, und was ich auch noch sagen wollte. Ich möchte natürlich auch weiter bauen. Ja, ich möchte weiter bauen. Das ist auch ein Teil des Spiels, der mir sehr gefällt. Und auch natürlich hier diese Rüsselkäfer-Rally. Ja, die macht Spaß und die ist lustig, ne? So, jetzt hole ich mal ein paar Dinger noch. Ich habe ja noch eigentlich noch genug Zeug. Ah, was für ein Krach, ne? Die machen so einen herrlichen Krach. Und die Aufnahme läuft, das ist auch gut, ne? So, wo habe ich denn die ganzen? Ich glaube, die habe ich hier reingelegt. Ja, nein, da oben rein. Die habe ich hier reingelegt, ne? So, dann machen wir noch mal ein paar neue. So. So, Tür repariert. Zack, Tür auf, Tür zu. Wunderbar, jetzt habe ich es auch richtig schön zugemacht. Ha, mit mir macht das auch Spaß hier, ne? So wie es aussieht und so. Diese Dinge, die machen mir halt auch mega Spaß. Habe ich hier so einen Pilz, ne? Hier müsste dann eigentlich noch einer hin. Der ist auch mega, ne? Ich glaube, den lasse ich schon stehen, weil er schön ist. Nicht, weil der... Der macht keinen Sinn, aber der ist so schön, ne? Der ist so wirklich hier so auf der Ecke. Oder ich stelle den sogar hier hin. Kabums, nur wenn man reinkommt, siehst du erstmal so einen fetten Pilz. Hier, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe auch noch nichts auf dem Wasser gebaut, das weiß ich wohl alles. Aber es macht auch Spaß, wenn es noch nicht ganz fertig ist. Nur wie gesagt, hoffentlich wird das nicht nervig, ne? So nervig, dass es dann so schwer wird, dass man denkt, ach, schon wieder, ach, jetzt brauche ich eine neue Waffe, keine Ahnung, ich brauche eine neue Insektenaxt, jetzt muss ich den und den Käfer platt machen, nur als Beispiel, ne? Und dann den und den Käfer, oh nee, und der ist so schwer, und dann muss ich den platt machen gehen. Da brauche ich voll die Strategie, wenn ich dann den Käfer erreichen will, dann brauche ich irgendwie die Waffe mit minzig, schmalzig, walzig, minzig, würzig, mächtig, keine Ahnung, Kombination. Muss genau richtig eingestellt sein, richtig gepimpt sein, sonst funktioniert das alles nicht, ne? Übrigens, so lustig, Raki auf dem Pilz, finde ich auch sehr schön. Raki auf dem Pilz. Lalala, ich bin der Raki auf dem Pilz. Ja. Na, schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Was die mit uns vorhaben, das wird noch sehr interessant. Oh, ich glaube, ich muss noch ein bisschen was essen und so. Oh, und hier ist auch neues Leder, habe ich erzeugt, ne? Auch sehr schön. Den Reveal hänge ich da nicht auf. Der ist besser, wenn er brät, ne? Dann wird er sonst... Ich weiß gar nicht, ob er da auch schlecht wird, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht. So, den nehmen wir mit. Und ich glaube, ich hole noch ein paar dazu. Noch zwei, drei. Ich habe mal richtig viele Waffen gepimpt, also viele Pfeile eingepackt. Guck mal hier, also richtig mega viele Pfeile. Das ist schon fürs neue Gebiet, ne? Und dann können wir gucken, vielleicht gibt es ja da auch... Vielleicht haben wir ja Glück und da gibt es auch noch... Guck mal, da brauche ich jetzt zwei Schläge, aber das ist auch egal. Eins, zwei. Na gut. Ist ja doch recht mächtig, ne? Ist ja die Insektenaxt. Was ist denn das? Stufe 8 ist die, ne? Ja gut. Und ich muss halt alles auf Max aufdrehen, ne? Vielleicht bin ich dann noch wieder weniger genervt. Na gut, der Schaden ist pipupsi bei dem Ding, ne? Na gut. Na gut, man muss alles anpassen. Wir müssen den Entwicklern auch die Chance geben, in Ruhe zu entwickeln. Und dürfen nicht immer noch rummotzen. Raki der Motzi, ne? Naja, ein bisschen gemotzt habe ich nicht viel, ne? Nur so ein kleines bisschen. So, jetzt höre ich auch auf. Na komm, leg's drauf. Leg's drauf, kleiner Raki. Warum machst du das nicht? Jetzt machst du es. Wie schön. So, und die kannst du ja wegnehmen. Und jetzt, 6 Uhr. Jetzt können wir noch. Oh, jetzt können wir noch ein bisschen was machen. Ach, der Pilz, ne? Verstellt natürlich auch ein bisschen die Sicht, aber da muss ich halt hier rüber gehen, wenn ich was sehen will. Oder ich mache davor noch einen Pilzgarten, ne? So einen Pilzwald. Finde ich jetzt auch mega gerade. Finde ich gerade mega, wenn ich davor noch so einen Pilzwald machen würde. Also noch so einen Wall, ne? Und dann dahinter die Pilze aufstellen, wo man dann so durchlaufen muss, ne? Ich finde das total witzig. Das sieht auch schön aus. Das Ding, ja, der Turm ist so mega schön, ne? So mega hübsch ist er nicht geworden. So ein bisschen mega. Mega wenig. Mega wenig. Okay. Naja, und ich weiß nicht, wie viel Quarzit ich schon gesucht habe. Hier, diese Anzeige ist ja nicht mehr richtig. Das können wir vielleicht mal zusammen machen.
Au, jetzt habe ich mich erwähnt. Oh, hallo, Koi. Ui. Hi, na, bleib mal schön da. Ne? Ich bin jetzt hier der Raki, aber warte mal, ich kann da oben drüber laufen. Das Stückchen. Wenn ich nicht falsch springe, dann schaffe ich's. Damit er jetzt nicht gerade da schwimmt, wenn ich da langlaufen will oder so. Boah, den hörst du voll, ne? Den hörst du wirklich voll laut. Vielleicht darüber noch? Ach, das ist er da, ne? Okay. Schwimmen wir mal hier rein. Und dann da rum. Ich weiß, hier ist irgendwo Raw Science. Ich muss mir die noch holen gehen. Das ist auch noch so ein, das Geheimnis des Raw Science, ne? Wo ist das? Habe ich jetzt voll vergessen, mir mal vorzunehmen. Aber immerhin haben wir in den letzten Folgen ein bisschen Milchmolare gesucht, ne? Das ist auch schon mal ganz gut. So, jetzt gehen wir mal gucken, wo noch Quarzit ist. Das ist auch so eine Sache, ne? Man braucht jetzt für den Waffenpimp, ne? Braucht man so viel Quarzit. Das ist der Wahnsinn, ne? Jetzt muss ich eine neue Abfrage machen. Jetzt machen wir mal, suchen wir mal nach Ton und dann nach Quarzit. So, Quarzit. So, wo bin ich denn? Ach, hier. Also hier im Ameisenbau. Hier bei den... Ach so, doch. Doch, hier ist der Ameisenbau, ne? Eichenlabor. Hier müsste wieder was sein. Obwohl ich da drin war in einer kurzen Zeit, vor kurzer Zeit, und da war da nichts. Hier unten ist, da ist wieder auch wieder was. Wieder ein bisschen was. Okay, und hier sind auch, hier ist eine ganze Menge. Das ist der Ameisenbau. Und leider ist hier im Ameisenbau, sind da auch viele Ameisen, die dich angreifen. Was ein bisschen nervig ist, da müsste man die Ameisenrüstung anziehen, ne, damit die einen nicht angreifen da. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. So. Witzig. So, ich glaube, jetzt gehe ich pennen. Oder soll ich mir hier eine Brücke rüber bauen irgendwann? Die Münze ist auch schick, ne? Wo ist denn hier Raw? Oben drauf, oder? Ist bestimmt oben drauf Raw Science und ich habe das irgendwie noch nie gesehen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dem... Oh, da kommt der Koi. Hallo, Koi. Hallo, mein Freund. Ne, bleib mal schön da. Oh, alter Schwede. Alter Schwede. Der ist ja schon groß, ne? Groß und böse. Na, lauf mal lieber mal hier lang. Ich setze mich hier auf die Blüte. Und freue mich der Blüte. Ah, freue mich dieser Blüte. Oh, und trink mal einen Kaffee, ne? Und jetzt denkt man mal nach, was wir machen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, Graune zu pausieren. Oh, das klingt so böse, ne? Graune zu pausieren und ein anderes Spielchen zu machen. Ich habe da auch im Kopf, also ich habe da ein paar andere noch im Kopf, die ich auch cool finde. Aber ich glaube, nein. Ich glaube, das wäre doof. So, ist er jetzt weg? Ich höre ihn. Der macht echt wie so ein Dinosaurier, ne? Und so sieht man nichts. So siehst du nichts. Ich glaube, ich gehe da hinten rüber. Ist das hier unten drin, das Raw-Zeug? Warte mal. Habe ich das etwa nicht gesehen? Ist hier oben was? Ne, hier wird es weniger. Naja. Oder wir bauen es aus Langeweile, weil wir jetzt irgendwie nicht wissen, wie wir weitermachen sollen, ne? Bauen den Strandpalast zum Strandschloss aus, ne? Mit einem Pilzgarten und alles Mögliche. Das könnte man ja, ne? Das könnte man auch. mal sehen. Ja, ich scherze. Ich scherze auch mal, ne? Ab und zu. Ich neige zu Scherzen. So. Okay, trink mal was, du kleiner Trinky-Binky. So, jetzt gehen wir schlafen. Hier ist voll hell, oben im Labor sozusagen, in dem Flügel ist es voll hell, ne? Hier schlafen wir. So, bis wann schlafen wir denn dann? Um 4.33 Uhr, ist noch was früh, ne? Ist eigentlich noch ein bisschen früh.
Okay, komm, dann zeichnen wir das an, was wir vorhaben, ne? Ist doch witzig. Machen wir mal. Ist hier eine Spinne? Hallo? Hallo? Ich habe eine Idee, ne? Ich habe so eine Idee. Ob das geht, ist die Frage. Machen wir mal hier noch so einen kleinen... Bauen wir hier noch so einen kleinen Wall dran. So. Sind das jetzt Türen? Habe ich jetzt Türen genommen? Ja, klar. Nee, Türen soll es nicht sein. Obwohl, da können wir eine Tür reinmachen, aber nicht so viele. Ich wollte, warte. Palisade, Stängelrand, ne, die ist billiger. Nehmen wir die. Nein. So. Hier ist es so komisch schief, ne? Ja, warte mal, lass mich mal bauen. Lass mich mal was gucken. So, und dann machen wir hier so ein... Brauche ich wieder mega viele Stängel, weiß ich. Machen wir erstmal das Fundament. Und dann eine Brücke, ne? Und dann eine Brücke. Nee, machen wir nicht. Keine Brücke. So. Da ist so ein Türchen rein. Weiß gar nicht, ob das geht. Ich überlege mir gerade irgendeinen Quatsch, ne? Schauen wir mal. Warte mal. Da ist hier Palisandtor. So, hier Tor. Ach, das geht nur, wenn das geht, leider nicht. Okay, da müssen wir das doch rausnehmen hier unten. Nein. Da will er mal gucken, ne? Finde ich auch witzig. Nicht? Warum? Okay. Ach so, weil es schief ist wahrscheinlich, weil da unten noch was ist, ne? Dann müssen wir das unten wegnehmen. Warte mal. Müssen wir doch wegnehmen? Wird jetzt voll bescheuert. Das ist zu hoch, ne? Ah, ich verstehe. Okay. Dann müssen wir das Tor vielleicht doch hier hin machen. So geht's. Dann machen wir es so. So geht's nicht. Warum nicht? Gebogenes Palisadentor. Habe ich auch noch nie gemacht, glaube ich. Oder so, ne? Das ist auch witzig, ne? So ein gebogenes Tor machen wir dann hier dran. Boah. Und dann, und die Stängelwand dann da dran. Sieht das aus? Ja, ne? Ja, dann geht man hier raus, so, ne? Da wumms, da geht's dann raus. Obwohl das nur die eine Seite von dem Tor ist, ne? Aber ist ja egal. Ist eigentlich egal. Und dann können wir nämlich die Pilze da rausstellen. Machen wir hier so einen Pilzgarten sozusagen. Ich lasse das mal so, ne? Ist dann die Erweiterung des Flügels sozusagen. Ah, das wird doch gut. Da kann ich wieder bauen. Na, na, na. Und da müssen wir natürlich auch noch was draufsetzen. Das geht so nicht, ne? So. Kleine Erweiterung, ne? Süße kleine Erweiterung.
Schauen wir mal. So, jetzt haben wir 23 Uhr. Jetzt kann ich eigentlich schlafen gehen. Dann können wir in die neuen Gebiete noch. Wahrscheinlich schaffe ich das wieder nicht, wie ich das mir vorgenommen habe. Deswegen sage ich mal 7.11 Uhr, ne? Schlafen wir mal. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir machen das genau in der nächsten Folge. Dann gehen wir los zu den neuen Gebieten und schauen mal, ob wir so verschiedene Käferchen jetzt schaffen. Ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haltet die Ohren steif, euer Raki. Macht's gut, tschüss.